Was geht ab, Leute? Lijanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, Ali Hakim hat geantwortet. Ich glaube, er hat am Freitag ein Video hochgeladen über mich mit dem Titel Lijanko, der größte Lügner auf YouTube. Ja, meine Freunde, ich möchte jetzt nicht großartig viel reden. Ich möchte einfach nur auf das Video reagieren. Viele haben mir auf Snapchat und auf Instagram geschrieben, ey, Digga, Ali Hakim hat ein Video über dich gedreht. Bitte check das mal ab. Bitte reagier mal drauf, mach ein Video dazu. Was ich noch kurz sagen möchte ist, Leute, ich erwarte nicht viel so. Das ist Ali Hakim, ihr kennt ihn ja. Er labert einfach nur Scheiße so aus seinem Mund, kommt einfach nur Scheiße. Das wollte ich euch nur kurz gesagt haben. Aber egal, Leute, wir fangen jetzt einfach sofort mit dem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, meine Freunde, gönnt euch. Jo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf jeden Fall, es werden wirklich sehr, sehr viele Lügen, sehr viele Gerüchte hier auf YouTube erzählt. Ich muss mich einfach dazu äußern. So wie ihr schon am Titel lesen könnt, handelt es sich um Lijanko. Salam alaikum. Also an die Leute, die noch nicht wissen, wer Lijanko ist. Also diese Person, Lijanko, hat schon wirklich 9 bis 10 oder gar keine Ahnung. Er hat wirklich sehr, sehr viele Videos gegen mich hochgeladen. Das natürlich aus einem Grund, weil so einen klickgeilen Junge habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was du damit sagen möchtest. Junge, lieber bin ich ein klickgeiler Bastard anstatt ein Ali Hakim, der irgendwelche toten Menschen beleidigt, der seine Freunde für Klicks ausnutzt. Aber ich glaube, dazu wirst du auch gleich noch was sagen, das werden wir uns jetzt gleich auch zusammen anschauen. Du tust so, als würde ich jedes Mal Clickbait machen, weißt du, was ich meine? So, wenn ich was in den Titel schreibe, dann stimmt das auch. Dann ist dieses Thema auch in dem Video, so damit ihr die Thematik versteht. Aber egal, du wirst das so oder so nicht verstehen, du bist einfach hängen geblieben. Wir schauen uns das Video jetzt weiter an, viel Spaß. Also Lijanko, ne, du hast wirklich sehr, sehr viele Gerüchte, sehr, sehr viele Lügen auf YouTube erzählt über mich. Nummer 1, dass ich meiner Freundin fremdgegangen bin. Nummer 2, dass ich angeblich einen Fan beleidigt habe, beziehungsweise ich sollte zu ihr geschrieben haben, du kannst mir einen blasen. Ja, hast du auch. Hast du auch. Es gibt handfeste Beweise so. Junge, die würde man alles zutrauen, weißt du, was ich meine? Du kannst jetzt nicht sagen, dass das irgendwie fake ist oder sonst was. Aber ich bin mal gespannt, was du dazu sagen möchtest. Jetzt kommt wirklich das Witzigste, Leute. Lijanko, diese Person nennt mich asozial. Ich schwöre bei Gott, du bist der asozialste YouTuber, den ich überhaupt kenne, Alter. Junge, willst du mich verarschen? Du schwörst wegen so einer Sache auf Gott? Junge, schau mal in den Spiegel, dann siehst du den ehrenlosesten Menschen auf YouTube. Junge, du beleidigst tote Menschen am Anakäum, gehst deiner Freundin fremd, beleidigst deine Zuschauer, beleidigst deine Fans. Junge, wer von uns ist ehrenlos? Wer? Junge, deinen Status kann man so oder so nicht übertoppen. Junge, dein Nachname sollte ehrenlos heißen am Anakäum. Labert der von wegen, ja, ich bin asozial. Sikerin, du bist sogar auf Bewährung am Anakäum. Wer von uns ist asozial? Was laberst du? Da bist du komplett hängen geblieben. Aber das war so oder so klar, dass er nur Scheiß labern wird. Ey, was ein Typ. Digga, bevor du überhaupt jemanden beleidigst oder keine Ahnung, jemand runterziehst, Digga, fass sie mal bitte an deinen eigenen Eier, Mann. Meine Eier sind gerade so tief in deinem Mund, dass ich die nicht mal mehr selber anfassen kann. Deswegen. Komm mal erstmal zu dem ersten Punkt, so dass ich meiner Freundin fremdgegangen bin. Er hat in seinem Video erzählt, dass ich im Sommer 2016 fremdgegangen bin. Aber ihr müsst das so sehen. Im Sommer 2016 war ich einfach noch gar nicht mit meiner Freundin zusammen. Boah, das war jetzt so klar, dass ihr das sagen musste, ne? Okay, dann wart ihr halt nicht zusammen, aber ihr hattet in dieser Zeit schon was. Du kannst das nicht verleugnen, ihr hattet schon was. So, das ging schon in Richtung Beziehung. Dann ist das schon irgendwie für mich fremdgehen. Junge, ist einfach so. Junge, wenn du was mit einem Mädchen hast, dann kannst du ja doch nicht zu einem anderen Mädchen gehen und mit der was machen. Weißt du, was ich meine? Aber so weit kannst du ja nicht denken. Deine Freundin hatte ja dasselbe auch in ihrer Insta-Story gepostet, dass sie im Sommer 2016 noch nicht zusammen wart. Ich schreibe das nur, um euer Ruf zu retten am Anakäum. Sommer 2016 hattet ihr schon was. Das hast du auch, glaube ich, in irgendeinem Video mal gesagt. Und das verrät dir schon mal alles, wirklich, dass ich gar nicht meiner Freundin fremdgegangen bin. Dass du einfach deine ganzen Zuschauern belogen hast. Jetzt kommt er damit an und will mir vorwerfen, dass ich meine Zuschauer belüge. Lan Amanakum, du hast einen toten Vater beleidigt, hast es vor deinen Zuschauern, Fans, verschwiegen. 2 Tage später lädst du ein Video hoch, ja Leute, ich habe doch den toten Vater beleidigt. Junge, du bist ein Schwanz, Junge, du bist ein richtiger Schwanz, sei doch ein Mann. Was ist das für eine Story? Ich meine ernst, was fällt dir da ein, Mann? Jacko, stell dir mal vor, ne? Eine fremde Person würde mich anschreiben und würde mir genau das gleiche schreiben, was diese Person zu dir geschrieben hat. Soll ich das jetzt direkt glauben, Alter, Digga? Wenn sie handfeste Beweise hätte, dann würde ich ihr das glauben. So, sie hat dir auf Snapchat geschrieben, du hast sogar drauf geantwortet und du kannst mir nicht sagen, dass dieser Chat fake war. Man hat gesehen sogar, die hat einfach dein Snap sogar weitergeleitet, so. Das kann nicht sein, dass du jetzt sagst irgendwie, ja, der Chat ist fake oder sonst was. Hab doch einfach mal einmal die Eier und gib was zu, Alter. Das war auf Snapchat und sie hat sogar den Snap weitergeleitet, also sie hat sozusagen drauf geantwortet. Und du hast direkt danach auch noch drauf geantwortet und dich damit selber verraten, Alter. Junge, wen willst du verarschen? Ich habe viele Hater, Digga, das weißt du ganz genau, Digga.
Und dann macht er einfach so ein Video darüber. So eine Person schreibt den einfach so von der Ecke und er macht einfach ein Video darüber. Wenn ihr eine Person das nächstes Mal sowas schreibt, man schreibt mir mal privat und klär das sich auf YouTube, kleiner Esel, Alter. Junge, wen nennst du Esel? Du bist der größte Esel auf YouTube. Mach der mir jetzt einen auf krass. Junge, eine Schelle, du gehst rückwärts angeln. Labert der von wegen, ja, schreib mich doch privat an. Aber damals, wo du hinter der Kamera mich als Hurensohn beleidigt hattest, wo du einen Diss-Track gegen mich gemacht hattest, zusammen mit deinem ex-besten Freund, da hast du mir aber nicht privat geschrieben, ne? Junge, du hast hinter der Kamera irgendwelche Leute als Hurensohn beleidigt. Junge, du kennst diese Person nicht mal. Und dafür werde ich dich auseinandernehmen. Junge, wenn ich wollen würde, ne, ich hätte dich schon längst auseinandergenommen. Junge, ich habe so krasse Sachen in der Hand, ne, gegen dich. Junge, ich hätte dich so auseinandergenommen. Ich hätte deine Existenz gelöscht. Ich hätte deinen Kanal auseinandergenommen. Ja, dein Kanal ist so oder so schon... Tamam, Chap. Warte ab, ich werde alles nacheinander machen. Ich werde alles nacheinander machen. Hey, Junge, schreib mir nächstes Mal wie ein Mann auf WhatsApp. Du hast meine Nummer. Hast mein Instagram, du hast mein Snapchat. Schreib mir nächstes Mal wie ein Mann, Mann. Lass mir einen auf Mann hier auf YouTube. Komm, wir klären das persönlich. Ja, Digga, wenn du was von mir persönlich willst, dann schreib du mich an. Warum soll ich dich anschreiben, Mann? Denn ich hatte nie ein Problem mit dir, Digga. Ich hatte nie ein Problem mit dir. Ich mein's ernst. Ach so, du hattest noch nie ein Problem mit mir. Aber hinter der Kamera beleidigst du irgendwelche Mütter. Schreibst einen Diss-Track gegen mich. Und dann möchtest du mir sagen, du hast kein Problem mit mir? Junge, wen willst du verarschen, Alter? Junge, deine Zuschauer sind nicht behindert. Die checken auch langsam, dass du einfach hängen geblieben bist. Und deine Zuschauer sind wirklich noch so dumm, wirklich, ne? Deine Zuschauer sind wirklich noch so dumm und glauben so eine Kacke. Django, ich fordere dich jetzt auf, ein Video zu machen und diesen Chat zu posten mit dem Namen, bitte. Und dann werde ich einen Livestream starten, egal ob auf Instagram oder auf YouTube, keine Ahnung. Ich werde einen Livestream starten und auf diesen Chat gehen. Und dann werde ich euch zeigen, dass ich mit dieser Person nie geschrieben habe. Hä, wen willst du verarschen, Alter? Ich habe die Chats doch im letzten Video eingeblendet. Oder in vorherigen Videos. Das war schon Beweis genug, Junge. Das Mädchen, was mich kontaktiert hatte, die kommt aus deiner Stadt. Und sie meinte, bitte mach meinen Namen nicht groß. Bitte verdeck einfach meinen Namen. Wie gesagt, sie kommt aus deiner Stadt und ich möchte ihr privat keine Probleme machen. Selbst wenn ich den Namen veröffentlichen würde. Junge, du kannst Chats einfach löschen. Wen willst du verarschen? Macht der jetzt auf krass. Ja, ich werde dann auf Instagram Livestream und euch den Chat zeigen. Ja, wie willst du den denn zeigen? Junge, du bist einfach nur Bluff. Warte einfach ab. Warte einfach nur ab. Ich meine das ernst. Ja, Leute, was ist denn eure Meinung? Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Folgt mir auf Snapchat. Folgt mir auf Instagram. Links sind natürlich in der Beschreibung. Und ja, meine Freunde, passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und haut rein. C'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami.